Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Asreiter und wir sind in Simotrans in der Folge 278. Wir sind hier an der Großbäckerei und Bäckerei ist es nur. Und nee, da wollen wir nicht direkt rein, wir wollten hier in den Bahnhof. Da haben wir ja das Problem, dass hier die Paletten nicht abgeholt werden, dass es immer mehr wird. Und da müssen wir jetzt drum kämpfen, dass das dann klappt. Das heißt, wir brauchen von diesen LKWs mehr auf dieser Linie oder anders auf jeden Fall. So, wo fahren die hin? LKW Flügelhof Mühle, die fahren da hinten rüber. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so prickelnd, ne, im Endeffekt, aber naja, dann ist das halt so. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir auf dieser Linie noch weitere LKWs kriegen, ne? Flügelhof Mühle. Gibt es da schon was Besseres? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich niesen, Entschuldigung. Ah. So, da müssen wir mal nach Radolfzell oder wer war das hier unten? Ne, doch Radolfzell, da war das Depot. Ne, naja, hier unten war es, genau. Da müssen wir mal da reinschauen. Und da müssen wir hier mal einen LKW aussuchen, der ordentlich Ladung wegbringen kann. Ne? Schauen wir mal rein. Nee. Flachs ist auch Getreide. So, da haben wir jetzt hier einen 12-Tonner und einen 8-Tonner. Ich gehe mal von aus, dass hier der 12-Tonner ist, ne? Ja. Wo steht's da? 12-Tonner mit Anhänger. Ja, wir sind auf jeden Fall bei 26 Tonnen. Habe ich das jetzt? Ja, 26 Tonnen war richtig. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, was gibt es denn hier für Anhänger für Getreide? Gar keine Auflieger, also es gibt nur solche Anhänger. Ja, dann ist das wohl so. Da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Hängen wir den noch dran. Wie, der kann zwei ziehen? Gigaliner. Drei Wagen, Haltlänge zwei. Das ist ja krass. Da könnte man noch mehr dran machen sogar. Wollen wir das? Das ist die Frage, ne? Haltlänge immer noch zwei, ne? Geht das? Also hier unten wäre, wo ist die große Bäckerei? Also wir sind beim Depot, alles klar. Da finden wir das natürlich nicht. Also hier halten wir Haltlänge 2, oder? Ja. Aber hier oben ist nur Haltlänge 1. Zack, zack, erledigt. So, das Ganze geht dann hier auf Getreidehof, Geflügelhof Mühle war das, ne? Oder? Bäckerei? Geflügelhof Mühle. Müssen wir mal umbenennen, ne? Wo ist denn jetzt hier Geflügelhof Mühle? Ach, LKW steht davor, alles klar. Da ist er. Und kopieren das Ganze zweimal. Das sind 26,78, ne? Dann machen wir 4 dazu. Dann sind es 104 Tonnen. Ich hoffe, damit kommen wir weiter. Mercedes-Benz sind das. Und das da oben sind. Warte mal, ist das dann. Ne, 26 Tonnen sind das gleiche. 93 Cent braucht der. Und der hat 94 Cent. Okay, wir sind einen Cent billiger. Aber die anderen lassen wir fahren, ist alles gut. So, wollen wir hoffen, dass das passt soweit, dass das klappt. So, da sind wir drin erstmal. Und das läuft. So, jetzt muss es hier nur tatsächlich dann am Ende besser werden, ne? Ja, das sind schon 6000 Tonnen hier. Und ist nicht so, dass nicht der Zug schon, und ah, der war gerade da, oder? Ja, ich glaube, der war das gerade, ne? Ja, der bringt ja schon ordentlich dahin dann, ne? Wie sieht's denn hier aus? Ja, noch reichlich hier.
Großbäckerei, Betriebshof ist doch Großbäckerei gewesen, da habe ich schon richtig gesagt vorhin. Ah, Weizen. Ah ne, da ist das auch noch Gerste. Ja. Achso, wir haben schon was hingebracht, was dann hier zurück muss. Ja, ich glaube, auch die neuen LKW werden die Krise da nicht bewältigen, würde ich sagen. Ne? Ist halt so. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben mit den Listen? Ich glaube, wir waren hier bei Haltestellen und wartend. Ne, wartend war schon richtig, aber absteigend war das, ne? Wir waren hier auf jeden Fall für die Klosterbrauerei. Hatten wir da was gemacht? 25.530. Ich glaube, da fahren auch zu wenige LKWs dann durch die Gegend, ne? Wie sind denn auf der Linie? Gerade mal zwei. Und da stehen 25.000 zur Diskussion. Also kann es hier auch nicht funktionieren richtig, ne? Getreidebrauerei ist das. Das bedeutet der mit dem und Getreidebrauerei ist da und einfach mal starten, ne? Lass sie fahren, hat ja anders keinen Sinn. So, die machen sich auf den Weg, dass das da klappt, ne? Okay, dann sind wir da durch. Das war oben, ne? Ne, das ist auch woanders. Da kommt so ein Schiff nicht vorbei wahrscheinlich, was nicht zu das was zur Tierfutterfabrik fahren soll. Ja. Verbindung. Ölhafen, Raffinerie ist Zug. Schiff ist Getreide Dömelnstadt Nordwald. Ist das das, was wir haben? Döbeln Waldweg? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, oder ist das das, was hier hin und her gefahren wird? Ja, schwierig, ne? Mineralöl, Raffinerie. Also da ist jetzt nix. Aber hier ist ja noch Tierfutter. Das bringen doch die LKWs hier weg, oder? Ja. Ja, lassen wir erstmal so, ne? Lassen wir so. Die bringen die landwirtschaftlichen Güter von wo nach wo? Von Nordwald. Das ist hier, ist klar, nach Döbelnwaldweghafen, das ist da unten, okay. Ja. Und diese Züge bringen das dann nach da hinten hin? Ja, genau so ist es. Total unlogisch, glaube ich, weil wir können das ja auch direkt schicken mit einem Zug über die Brücke da oben, ne? Wie sieht's denn hier aus? Ne, da ist verkehrt. Wo ist denn der Flughafen hier? Oh Gott, da sind, warten auch tausende von Leuten, ne? Zielort, via Menge. Kann man hier irgendwo sehen, wo die, ob die fliegen? Hier fliegt einer, aber da sind nicht voll. Aber macht Kohle, ne? Okay. Wo ist der jetzt? Hardexen Döbeln.
Hat da 184 da drunter sitzen, ne? Müssen wir gerade mal gucken. Fluglinie Hardex in Döbeln. Mal schauen, wann er ankommt. Da landet er. 184, also 100 Passagiere fast fehlend. Und zurückgehen nur 49, aber naja, das ist halt so, ne? Dann lassen wir das mal so. Wir waren aber trotzdem noch hier und sind dann noch nicht weiter, ne? Abgelenkt worden. So, Tierfutter Gerste, da sind wir dran, ne? Warten, sind wir richtig. Das ist immer noch hier, ne? Das haben wir gemacht. Stück gut wartet und Getreide werden immer mehr hier. Oh, wow, 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 wow. Da werden wir noch Geld machen können, wahrscheinlich, ne? Waldweghafen ist hier. Hatten wir eben auch, da sind die Passagiere, da liegen Kühlwaren, da liegen landwirtschaftliche Erzeugungen und flüssige Lebensmittel kommen da auch an. Sind jetzt aber nicht so Sachen, die ich jetzt unbedingt machen muss. Ja, Großbäckerei sind wir stark dran am Arbeiten. Auf jeden Fall hier unten, da oben jetzt noch nicht. Altenau, Weierstraße. Ja, wo ist denn Altenau, Weierstraße? Das ist ja alles Döbeln hier. Da müssen wir mal erstmal dahin gehen. Da sind wir hier. Altenau. Ach so, das ist hier mit dem Intercity dann, ne? Da hat sich hier aber nichts getan, ne? Tja. Das war ein Klick zu viel. Und 183 Leute sind hier drin. Und ich glaube auch, dass die Linie gut gefüllt ist, ne? Nee, der da zum Beispiel nicht. Warum ist der nicht voll? So, der lädt gerade irgendwo wahrscheinlich, ne? Der hat Wartezeit, ne? Okay, dann muss das hier noch was anderes sein. Passagiere, Altenau, Weierstraße, Altenau, Adenau, Altenau. Ach, der wartet auf dem Schiff. Der fährt gar nicht mit dem Zug. So sieht's aus. Hat jetzt gleich drei da drinnen. Okay, das heißt, wir müssen da nicht nach dem Dingens gucken, wir müssen nach der Schiffslinie gucken. Adenau und Altenau ist ja da oben. Warte mal, dann machen wir die MS-Geschichten. Döbeln, Altenau. Okay. Sieht ja alles ganz gut aus, aber vielleicht sollten wir da noch mehr draufsetzen. Ja, müssen wir mal gucken gerade. Fähren. Die sieht doch größer aus, oder? Haben wir nur Passagiere. Hier 1000. Und die haben 500. Zack. Und Döbeln Altenau. Da. Und drei. Wir brauchen mehr auf jeden Fall und wir lösen die anderen ab. Das heißt, wir machen es so. Und dieses machen wir dann nicht laden. Oder, ja genau, hier Fahrzeugdetails ausmustern.
Also wird vom Bildschirm entfernt, sobald dieses leer ist. Gut, das machen wir mal hier so hin. Das machen wir daneben. Machen wir auch daneben. Und nochmal auch daneben. Das kommt ja gleich schon an. Sind die auch schneller? Kann man das irgendwo sehen? Maximal 26 km/h, 4, okay, 2 km/h schneller. Keine Ahnung, wie viele Knoten das sind, wahrscheinlich wenige. Ah, nur noch 3. Ah, das ist auch gleich da. Naja, und die sind da irgendwo, ne? Aber die befördern ja gleich mehr. Gut, dann können wir das zumachen. Und wir kümmern uns über Döbeln Altenau dann in der nächsten Folge weiter und schauen, wie die voll oder leer sind oder nicht sind, ne? Das ist jetzt nicht, ob sie da sind. Das passiert hier. Okay, der ist gerade erst losgefahren. Und der ist jetzt gleich da. Naja, da sehen wir alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.